Also ich danke gleich einmal am Anfang für die Einladung, dass ich da sein darf zur Weltpremiere. Ich glaube, das hat es noch nie gegeben, irgendwo auf der Welt, dass man eine Modellflugzeugsegnung hat. Aber ich finde das gut. Ich würde einladen, dass wir beginnen mit dem Kreuzzeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich denke, das Modell Fliegen und Flugzeug kann auch sehr viel mit unserem Glauben zu tun haben. Jedes Flugzeug ist getragen, wird getragen, auch jeder Hubschrauber wird getragen von der Luft, auch dank der ausgeklügelten Konstruktionen, die ihr da anwendet. Es braucht viel Zeit. Aber getragen sein in der Luft ist vielleicht auch ein Zeichen für unseren Glauben und dass wir als Menschen immer getragen sind von Gott, der unsere Luft sein kann, der uns eine Seele schenkt, damit wir auch fliegen können. Wichtig ist, glaube ich, auch die Verbindung. Ihr habt gerade vorher gehört, da gibt es verschiedene Modelle der Funkverbindung. Moderne, weniger moderne, solche mit langen Antennen und solche mit kurzen Antennen. Gerd, es reicht sogar so weit, dass man theoretisch auf unserem Kirchturm vorne mit dem Flugzeug oder Hubschrauber landen könnte. Ich glaube, diese Verbindung ist auch wichtig im Glauben immer wieder. Die Verbindung zu Gott, dass man die aufrechterhalten probiert, dass wir unsere Antennen immer wieder ausfahren und uns helfen können, in dieser Beziehung zu Gott zu wachsen. Ich habe mir gedacht, ich werde, glaube ich, einige der Hubschrauberpiloten einladen, dann daheim zum Rosenmarkt, gell, so verkehrt über. Das ist ganz eine praktische Sache. So wollen wir diese Flugzeuge segnen und auch vertrauen darauf, dass Gott uns immer begleitet, dass er uns Gemeinschaft schenkt und Freude an den Dingen unseres Lebens. So lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast uns Fähigkeiten und Talente gegeben, unsere Umwelt zu gestalten. Wir bitten dich, segne diese Modellflugzeuge, die Hubschrauber, all das, was wir zusammengebaut haben. Segne alle Menschen, die sich hier versammeln, zu ihrem Hobby. Schenke ihnen Freude in ihrem Tun, schenke ihnen gutes Miteinander und stärke ihre Gemeinschaft. Das bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Ist alles still, ich gehe. Regen durchdringt meine Jacke. Irgendjemand ist verschwunden. In der Luft. In den Kreuzen schwimmt Benzin. Schillernd wie ein Regenbogen. Hast du so? Ich glaube, uns kann man nicht glauben. Das gibt's ja nirgends zum Skalieren. Ja, was denn mit Flame? Bitte ich mache nichts mehr. Nein, der kann ruhig gedrängt werden. Wenn das hier ist, kann die Rechte nach Rom schicken. So, Mann. Ja, gemeinsam ein Vater unser beten, füreinander, dann passt's. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.
Damit wünsche ich allen noch einen wunderbaren Tag. Schön, dass ich bei dieser Weltpremiere dabei sein habe dürfen. Bei der Flugzeugsegnung. Ich hoffe, dass es ein bisschen hilft, dass weniger Flugzeuge abstürzen und dass ihr vor allem eine große Freude habt an eurem Hobby, das auch jetzt mich sehr fasziniert, zumindest ein bisschen schön. Ja. Einen schönen Tag noch, alles Gute. So, der Herr Fahrer macht seine ersten Flugerfahrungen. Applaus bitte! Thank you.
Ich mag.